Frames habt, um Laser auszuwerfen. Ich mach das doch! Ich muss den doch irgendwie angreifen können. Ach, jetzt kann ich ihn angreifen. Hä? Ich hätte alle Phasen einfach überstehen, nur damit ich den dann angreifen darf. Ja klar. Jetzt, wo ich kein Leben habe, fängt er mit neuen Tricks an. Hui! Fliegen! Au! Hey! Laser. So auch immer der danach geschwächt ist, dass er den angreifen kann. Ach nee! Oh, natürlich kommt noch eine dritte Phase. Okay, der war jetzt unerwartet. So kann man das Ganze auch rausstrecken. Aber jetzt wissen wir ja, wie es geht. Du musst einfach nur alles aushalten, was da kommt. Ohne getroffen zu werden am besten. Zur Zeit eine Rolle machen. Jetzt kommt der Stein. Genau, den kann ich noch zerschlagen. Ah, da will ich Leben raus. Abbremsen. Komm. Schön treffen. Hui. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Nein, 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 nein. Wow. Hatte ich jetzt kurz Angst? Oh! Noch nicht getroffen. Könnte was werden. So, jetzt. Klatsch ihn weg, Sora. Ja, danke. Oh, ich wusste doch, dass das in der einen Phase gehen muss. Oh, Gott sei Dank. Ach, Entschuldigung. Ein paar Punkte sammeln, damit es nicht komplett umsonst war. Goldaucher, sehr schön. Ein Lernspielzeug, das seinen Geist zwei Sorten von Bonbons auf einmal fangen lässt. Hm. Wäre sicher interessant, wenn man die Bonbons auch verwenden würde. Das Gute ist, wir sind in der Tron-Welt, die an sich cool ist. Das Schlechte ist, wir sind in der von der Fortsetzung. Das ist das Böse. Das Böse in Tron-Form. Drücke die neben der Leuchtschrift angezeigten Tasten. Drücke die Tasten, die neben der Leuchtschrift angezeigt werden, um den Code zu enträtseln. Manipuliere deine Feinde, manipuliere die Umgebung. Jeder Code hat einen anderen Effekt. Das klingt kompliziert. Ich habe hinter mir vorhin eine Kiste gesehen. Okay. Ja. Die ich haben will. Ich schaue noch mal kurz zu den Geistern. Die sind jetzt doch wieder ein bisschen aufgestiegen. So zum Beispiel. Ah, Vidra, ja. Was können wir hier? Vika.
Was kriegen wir hier alles? Funke. Magiesphäre. Attackhass ist natürlich auch gut. Ich würde jetzt eigentlich gerne auf das da sparen, damit ich dann dahin komme. Ah, da muss ich noch aufsteigen. Level aufsteigen, dann ist das eh kein Problem. So, jetzt kann ich das aufmachen. Danke. Das war Attacke. Ne, Combo Plus. Okay. Passt gut. Ich klopfe hier mit meinem Fuß die ganze Zeit gegen den Tisch, weil ich so nervös bin. Magiehass können wir schneller unsere Fähigkeiten einsetzen. Und Magiesphäre, dann macht es mehr Schaden. Perfekt. Ansonsten war hier nichts. Nicht wahr, du Kleiner? Wenn er nicht jedes Mal diese dumme Animation wäre, wo der die erstmal irgendwie rumspringt, bevor man die wieder streichen kann, dann würde ich ja sogar sagen, dass ich da mal ein bisschen Zeit reinstecke. Aber so? Nö. So, den lassen wir einfach mal für Rico, falls wir mit dem irgendwann mal wieder spielen sollten. Was gefühlt nie der Fall ist. Erste und wichtigste Entscheidung, Vitra. Dann nehmen wir Funkra. Nehmen wir was Cooleres als Funkra. Komm, wir machen hier ein paar normale Attacken rein. Wir haben zwar gerade die Magie-Hass bekommen und das. Aber ich habe das so lieber. Schutzglocke macht mir Magieschaden. Das Spiel will mir unbedingt reindrücken, dass ich jetzt gerade meine ganze Magie abgelegt habe. So viel Neues. Kann ich irgendeinen neuen Geist machen? Ja, ich kann sogar einige machen. Machen wir mal dich hier. Einfach mal auf Stufe 5. Mit einem Allheilmittel. Ich will meine normalen Fähigkeiten nicht für die verwenden. Ich behalte aber trotzdem erstmal noch das andere Team. Oh Gott, du bist... Ja, das ist einfach. Du, mein lieber Freund, bist... Nein. Bambi. Yeah. Komm, danke. Oh, da freut sich Bambi. Ich weiß, Bambi war nicht so ein Ziege oder was auch immer das da schon so... Aber egal. Wir machen einfach mal alles, was wir können, machen wir. Von jeder Sorte einen. Eine Sorte, sie alle zu knechten. Ach, das sind die nervigen Dinger. Du bist, Oh, du bist... Nehmen wir mal... Mr. Punkt. Gecko. Schreibt man Gecko mit K CK? Ich weiß nicht. Ich glaube, das schreibt man nur mit K. Oder sogar mit Doppel-K. Komm, ich schreibe einfach mit Doppel-K ist der Name. Kann ja heißen, wie er will. Das ist mein Mr. Gecko. Ansonsten, doch, die Blume geht sich noch aus. Und noch was reinstopfen, damit der auf Stufe 10 direkt kommt. Perfekt. Ich habe auch schon den perfekten Namen, den habe ich mir schon vor überlegt, während ich gegen dich noch gekämpft habe. Du bist, auch wenn es ein bisschen gemein klingt,
Unkraut. Und wir machen einen Namen draus, Unkrauti. Das scheint dir zu gefallen. Ihm, ihr. Ich glaube, das ist eher eine I. Eine ihr. Sonst haben wir keine neuen Rezepte? Okay. Hier könnten wir noch ein bisschen durchprobieren, aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Wir behalten jetzt das Team erstmal noch, bis wir alle Fähigkeiten bei denen haben. Und dann wechseln wir zum nächsten. Also zu den nächsten Geistern. Das sollte der fliegende Maschine folgen. Okay. Da habe ich einen Geist, bevor das abläuft. Ich kann da überhaupt nicht lang. Keine Sorge, ihr kommt super zum Einsatz. Das ist gerade für eine Tomb Raider Aktion. Dass wir hier an der Stange rumschwingen. Obwohl ist die Ende eine Prince of Persia Aktion. Nein, nein, nein! Natürlich erwischt er mich genau im Vitra mit seinem Stun-Schuss. Hallo, Spiel! Was denn los? Achso, ich bin jetzt zurückgesetzt worden, weil ich gestorben bin. Nein! Nein! Ah, was? Ach komm, das mache ich offscreen. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Das wird mir doch jetzt so blöd, oder? Wer bin ich denn? Der Beppo, oder? Nein, nicht Sturz. Ich bin noch nicht euer Beppo hier. Jetzt habe ich natürlich die Fähigkeit nicht ausgerüstet. Natürlich auch zurückgesetzt worden. Danke, Spiel. Hätte wirklich speichern sollen am Anfang des Levels. So, was haben wir denn? Ihr Feuer. Wahnsinn, das macht ja fast gar keinen Schaden. Der letzte. Ist das ernsthaft eine Schnecke? Zu ihrem Haus zurückgekriegt. Okay. Nein! Ja, Spiel! So. Das Schneckending. Ach, ich bin schon wieder tot! Was sind das für gemeingefährliche Dinger? Den Stun-Schüssen und Laserstrahlen und keine Ahnung was. Der nervt nicht! Komm einfach runter, damit ich dich erledigen kann. Ja, das Spiel wird noch ziemlich herausfordernd, würde ich mal behaupten. Ich will jetzt die Geister, will ich jetzt nicht nochmal machen. Aber ich will die Fähigkeiten hier trotzdem noch einsetzen. Liebes. Wo ist mein Vitra? Wo ist mein Vitra? Ach, das hab ich durch die Kommandopunkte bekommen, die ich jetzt nicht mehr eingesetzt habe. Ist es nicht schön, wenn sich sowas wiederholt? So, und den habe ich noch genommen.